Bei jedem Deal mit der Mutter war mein erster Weg von der Hand zu dir. Und du hast gesagt, sie ist allein, das musst verstehen, oder es vergeht, komm, trink ein Bier. Dann hast du gemeint, das ganze Leben besteht aus Nehmen und viel mehr Gehen. Worauf ich aus den Kosten in der Nacht die paar tausend Schilling geflattert hab. Zum Verputzen in der Diskothek, ein paar Tage drauf, hast mich dann auch gefragt. Ich hab's bestritten, hysterisch blärt, der Blick war traurig, dann hab ich gerät. Du hast nur gesagt, komm, lass mal's bleiben, Gott kann gar nie so wichtig sein. Wenn du vom Krieg erzählt hast, wie du einem Russen Auge in Auge gegenüber gestanden bist, ich hab dich gegenseitig ein Schick am Boden, die Hand am Abzug und zittert vor lauter Schiss. Oder der Frau, die den ganzen Tag dir die Ohren voll gesungen hat. Du hast nur gesagt, ich hab sie gern, ich muss nicht alles, was sie sagt, immer hören. Großvater, kannst du nicht rüberkommen auf ein Stück Kaffee? Großvater, ich möchte so viel sagen, was sie erst jetzt versteht. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, du warst kein Übermensch, hast auch nie so dann gut, deswegen war da irgendwie eine Kraft. Und durch die Art, wie du dein Leben gelebt hast, hab ich auch noch gekriegt, wie man's vielleicht schafft. Der Grundsatz war, zuerst überlegen, eine Meinung haben, dahinter steh, niemals gewollt, alles bereden, aber auch keine Angst vor irgendwem. Großvater, kannst du nicht rüberkommen auf ein schnell Kaffee? Großvater, ich möchte so viel sagen, was ich erst jetzt versteh. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, ja, Großvater, kannst du nicht rüberkommen auf ein schnell Kaffee? Großvater, ich möchte so viel sagen, was ich erst jetzt versteh. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie.